Was geht? Willkommen zum nächsten Part von Just Cause 4. Wir machen jetzt die nächste Mission, Operation Sandstachel. Da fliegen wir jetzt einfach so hin, würde ich sagen. Ist ja nicht so weit. Und, ja. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Das Spiel ist gerade dreimal hintereinander abgestürzt während der Aufnahme. Dementsprechend mache ich die Aufgaben jetzt nochmal. Also wir haben die Mission noch nicht angefangen, aber halt immer auf dem Weg dahin ist das Spiel abgeschmiert. Und ja, halt sehr belastend. Was ist das hier, so ein Salzsee oder was? Oder so ein Vulkan? Vulkan sieht das eher aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Spiel ziemlich schlecht programmiert und unfertig auf den Markt gekommen, würde ich dazu mal sagen, weil dauernd Grafikbugs, Abstürze und alles. Also ist noch kein Just Cause 4, kein Just Cause war so schlimm wie das hier. Klar macht es Spaß, aber es macht natürlich auch das Spielgeschehen irgendwie ein bisschen kaputt, wenn es die ganze Zeit abschmiert. Was ziemlich nervt. Ja, meine Meinung dazu. Vielleicht werde ich dazu nochmal ein separates Video machen. So, dann sind wir jetzt hier beim Bahnhof. Wo wir dann auch die Mission gleich anfangen werden. Mal gucken, was wir noch für Waffen hier haben. Würde ich austauschen. Und würde ich austauschen. So. Dann fangen wir jetzt nächste Mission an. Miras Plan, Oscars eigene Technologie gegen ihn einzusetzen, ist schlau. Das Netz von außen nach innen zerstören, einfach genial. Du hattest wirklich großen Einfluss auf sie. Ich habe mich nie entschuldigt. Dafür, dass ich weitergearbeitet habe, nachdem dein Vater fort war. Mir dabei zu helfen, Sona Uno zu zerstören, reicht schon. Ich wünschte, Miguel könnte sehen, was du erreicht hast. Du bist sehr stark geworden, Rico Rodriguez. Und du veränderst Solis zum Besseren. Ich verändere Solis, richtig. Aber auch zum Besseren? Ich bin mir sicher. Aber erst... Sona Uno. Sona Uno. So, da sind wir wieder, Leute. Jetzt sind wir im Zug. Bist du aufgeregt, Lanza? Und ich darf wahrscheinlich wieder weil den Zug beschützen. Ich zu Ende bringe, was ich vor Jahren angefangen habe? Ja. Und weil ich mich direkt in einen Sandsturm stürze? Eher nicht. Vergiss nicht die ganzen bestens ausgebildeten Soldaten, die dich aufhalten wollen. Die überlasse ich dir. Ich habe vor dir Aktivitäten der Schwarzen Hand entdeckt. Verstanden. Halt den Zug weiter am Laufen, Lancer. Ich kümmere mich um die Schwarze Hand. Die Kanone gehört dir, mein junger Freund. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. So. Acht auf unsere rechte Seite. Easy. Würde ich sagen. Rico, auf der Straße, ein Panzer.
Rico, da, auf den Schienen, direkt vor uns. Scheiße. Boom, Digga, boom. Ich glaube, es hat Mumm gemacht, ja. Was haben wir noch hier? Da haben wir noch ein paar Seite Sachen. Noch eine Barrikade, Rico. Fahr weiter, ich mach die den war Weg mal. Frei. So. Rico, vor uns! Wo denn? Was denn? Ich sehe nichts. Ach. Der Zug ist schwer gepanzert, Lancer. Ich habe Vertrauen in mein Design, aber die Explosionen, die Schüsse, das ist schon etwas nervenaufreibend. Du machst das schon. Rico! Ich mach das schon. Easy. Wir kommen gleich in eine Welle des Sonnensturms. Ich bin bereit. Okay. So, weg, weg, weg und weg. Jetzt kommen wir in den Sandsturm rein. Tot. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Oh, kein Kontakt. Ich hab grad ein bisschen was zerstört von dir. In all den Jahren, in denen ich an Sona Uno gearbeitet habe, war ich nie in einem Sandsturm. Was denkst du? Man kann nicht sehr viel sehen. Das ist richtig. Hm. Die Fahrt durch den Sandsturm hat dem Antrieb etwas zugesetzt. Können wir weiterfahren? Ja, ich glaube schon, aber wir müssen vorsichtig sein. Rico, auf den Schienen! Verstanden, ich erledige ja, das. Ich kann nicht schießen, aber jetzt. Einstecken. Das ist wohl richtig. Wir kommen wieder in diesen Sandsturm. Festhalten! Alter, komm schon! Zivilage. So. Ja, ich kann ihn nicht treffen, weil er zu nah dran ist. Ich krieg die Krise. So. Ich war auch mal ganz entspannt, nur die Maus bewegen zu müssen. Durch den Sandsturm verstopft der Antrieb. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ups. Komm schon. Echt jetzt. Warte mal, wir schicken mal kurz Truppen raus. Ja, fortsetzen. Truppen, schicken mal kurz Truppen nach da. So. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Kannst du den Antrieb reparieren? Ja, aber es wird etwas dauern. Dann los, ich gebe dir Deckung. Ja, dann mach mal. Hey, Rico, die schwarze Hand schickt Bomber los. Ach nö. Scheiße. Beeil dich, Lancer. Und du schieß anständig, Rico. Digga, was ist das? Digga! Bomber, links vom Zug, Rico. Da kommen sie. Ja, was soll ich denn da machen, bitte? Das trifft halt nix. Ja. So wird das nichts. So wird das nichts. Wie kommst du voran? Ich arbeite dran. Es ist überall Sand. Dir war doch klar, dass wir mit dem Ding in einen Sandsturm fahren. Die Dinger weichen einfach aus die ganze Zeit. Naja, es ist eben sehr viel Sand. Feind
jeder nach eigenem Ermessen. Da gab es wie viele Helikopter einfach die ganze Zeit hier sind. Fast geschafft. Neustart läuft. Er läuft. Mach schneller. So, jetzt können wir weiter. Was macht denn unser Panzer? Ja, du bist so ein Held, Digga. Ja! Dieses Spiel ist so bescheuert! Sorry, aber... Hä? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und das, die Mission ist fehlgeschlagen, weil ein verbündeter Panzer uns... Nee, Digga. Tut mir leid, ich nehme das jetzt nicht nochmal auf. Ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich mache jetzt keinen Cut oder sowas da rein. Das interessiert mich jetzt so ein Scheiß. Digga, dieses Spiel. So, Gott. Jetzt können wir weiter. Der Antrieb muss ziemlich genau sowas meine ich, weißt du? Oh Gott. Sorry, Leute, aber... Doch. Ihr habt Zona Uno fast erreicht. Das ist doch total dämlich, diese... Komm schon, Zug, du schaffst diese Logik, Alter. Ach echt? Ich sehe halt nicht mal was, ne? Wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Verstanden. Lull. Setze Verfolgung fort. Hätte der jetzt wieder uns getroffen, dann da ist es langsam. Kriegt, mit Vollgas voraus. Ja, mit Vollgas voraus. Darf ich jetzt ein bisschen schießen? Irgendwas machen? Wir haben's geschafft! Was für ein Begrüßungskomitee! Halt sie auf, bis die nächste Welle des Ansturms kommt! Dann kannst du loslegen! Muss Chaos machen? Es kommt noch eine Welle. Mach dich bereit, Rico. So. Sonst schon Easter. Was? Mira! So. Arbeite dran. So. Ich habe die Kühlsysteme gefunden und die Zugangswege markiert. Folge einfach den Lichtern auf dem Boden. Die Kühlsysteme, die verhindern, dass der Kern überhitzt, müssen zerstört werden. Wow. Bis das passiert, nutzen wir den Fehler im System aus, den ich eingebaut habe, um den Kern zu entlüften. Ja, wow. Was ist das? Wo muss ich denn jetzt hin? Willst du verarschen? Da ist das Kühlsystem. Zerstöre es! Vollständig! Etwas anderes gibt es bei mir nicht. Der ist doof! Ich kann nicht sehen! Was zur Hölle! In der Suppe kann ich nichts erkennen. Wie mache ich das denn jetzt kaputt? Der ist doof. Ich kann nichts sehen. Ja, wie mache ich das denn jetzt kaputt? Was war das? Wie soll ich das denn kaputt machen?
Ah, okay. Es reicht wohl anscheinend noch nicht. Ach, hier auf der Rückseite ist auch nochmal. So. Was ist das, Bumm oder? Nee, anscheinend nicht. Da oben auch noch. So, das ist kaputt. Hallo, kleiner Freund. Ja, jetzt sehen die doch alle wieder was, oder was? Eins weniger. Diese Dinger sind ganz schön robust, Lancer. Danke. Ich habe sie selbst entwickelt. Du musst noch die anderen beiden ausschalten. Meine Güte. Genau hinschauen. Begrenzte Sicht. Granate unterwegs. So, jetzt müssen wir zum nächsten Kühlsystem. Da ist es. Ne, das ist es nicht. Wo ist denn das? Hä? Ah, da ist es. Hab noch eins der Dinger gefunden. Scheiße! Zerstöre es! Dann ist nur noch eins übrig. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Oh nein. So, so. So, so. So, so, so. Und so. Und... Erledigt. So. Der Enthusiasmus für Zerstörung ist wirklich beeindruckend. Du hast keine Ahnung, Onkel. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, das war ein bisschen OP. Wow. Wo ist das nächste Kühlsystem? Wo ist das nächste Kühlsystem? Wo ist das nächste Kühlsystem? Das haben wir schon kaputt. Das haben wir auch kaputt. Das haben wir kaputt. Aber die haben wir kaputt, das haben wir kaputt. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wo das nächste ist. So, eins fehlt noch. Ja, ich auch nicht, das ist das Problem. So, und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gucken. Dann geht's auch nochmal hoch. Also könnte ja da hinten auch nochmal eins sein. Irgendwo. Gucken wir mal den Weg lang. So, dann gehen wir hier lang. Da ist es doch, da ist das letzte Kühlsystem. So, dann machen wir so, so. So. Jo, Das war's. Die Kühlsysteme sind alle zerstört. Gut.
Geh zurück an die Konsole und löse die Ausfallsicherung aus. Ja, machen wir. Ich bin unterwegs. So, da sind wir auch schon. Löse die Ausfallsicherung aus. So. Der Kern wird entlüftet. Jetzt sind wir zurück zum Zug. Zerstöre die Abschirmung. Los, du musst alles geben. Klar. Boom, Digga. Ich bin jetzt im Netzwerk. Willst du das erledigen, Onkel? Nein. Meine Arbeit an Sona Uno ist abgeschlossen. Ich will sehen, was dieses Programm von dir leistet. Nice. Sona Uno ist Geschichte. Ja, belastend, oder? Longbow, okay. So, dann würde ich sagen, checken wir mal hier die Leute hin. Oh, das ist super. Was können wir denn noch? Können wir irgendwo welche hinschicken? Nee. Den können wir noch nicht machen. Windläufer, okay. Operation Windläufer. Wo ist ein Windläufer? Windläufer. Irgendwas mit so einem Sturm da. Region Isalas Invectus muss ich sichern. Das kriege ich doch nur hin, wenn ich die hier sicher richtig. Dann machen wir jetzt das. Beziehungsweise ich mache jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.